wie ist das schön, Europameister zu sein. Nee, Spaß mal beiseite, tu mal die Fahne weg. Und zwar, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ob dieser Dude hier, Ralf Rangnick, ob er es schafft, mit Österreich Europameister zu werden und was die Folgen eigentlich wären, wann wirklich Österreich schaffen wir den Europa Cup, also die EM zu holen. Eigentlich war es wirklich eine interessante Frage. Tja, um es besser darzustellen, habe ich FIFA benutzt, diesen World Cup EM-Modus genutzt, um es zu zeigen. Und mir ist klar, ja, das ist unrealistisch, dass Österreich die EM holt, das ist unrealistisch, ja. Ich dachte mal, auf fanischer Sicht und das ein bisschen humorvoll gestaltet, kann man sich ein gutes Video machen und sagen, rein da, sieht erstmal die Spiele. Das erste EM-Spiel von Österreich ging mit 4:1 gegen Frankreich verloren. Zudem gewann Polen gegen die Niederlande und stehen somit derweil an der Spitze mit Frankreich. Mal schauen, wie es das Spiel gegen Polen wird. Wenigstens war das Spiel gegen Frankreich realistisch, weil wir haben gegen Frankreich verkackt. Das zweite Gruppenspiel gewann Österreich mit 1:0 und schickte damit Polen nach Hause. Das ist ein super Ergebnis, aber was ich mich frage, ist mein Auto jetzt noch bei mir zu Hause oder schon in Polen? Das ist eine gute Frage. Bitte cancelt mich nicht, danke. Österreich gewann im letzten Spiel gegen die Holländer, also die Niederländer. Na gut, gegen die ist es auch nicht schwer zu gewinnen, weil die ganze zugeraucht sind wie komplett weiß ich was. Aber damit hat sich Österreich qualifiziert für die K.O.-Runde, also für das Achtelfinale. Und da spielt Österreich gegen die Ukraine. Ich als natürlich unparteiischer Kommentator hoffe, wir schießen die Ukraine ab. Scheiße. Ich bin mir nicht sicher, ob der Joke so gut kommt in der heutigen Zeit. Wie gesagt, cancelt mich bitte nicht. Dankeschön. Wie ich ja schon gesagt habe, hat Österreich die Ukraine mit 2:0 besiegt. An dieser Stelle, ich darf hier keinen Witz machen, sonst bin ich in Teufels Küche. Bin ich dann in Russland? Keine Ahnung. Weiter geht's. Zudem hat Österreich noch den OP aus Portugal besiegt, den Cristiano Ronaldo mit 4:1. Nach Portugal zurückgeschossen, oder besser gesagt nach Madeira. Dort kann er sich zu Ungesellen und Skandale verbreiten. Sagen. Im Halbfinale trifft Österreich auf Spanien. Was kann man zu Spanien sagen? Spanien hat super Kultur, super Essen und eine Insel, die was zwar eigentlich Spanisch ist, aber doch eigentlich mehr Deutsch. Das muss man auch mal hinbekommen als Spanien. Glückwunsch, ihr habt eine Insel verloren. Österreich hat Spanien im Halbfinale mit einem knackiges 7:1 für uns im Stall geschossen. Warten Sie kurz, ich krieg gerade eine Meldung. Mhm, okay, ja. Wie mir soeben zugeschaltet worden ist, war es doch nur ein 6:0. Ich glaube, da muss ich nachher mit meinem Schiri reden, dass ich immer. Der hat wohl nicht so gepfiffen, wie ich es wollte. Muss ich mir den Koffer voll Geld zurückholen? Ich glaube, das wär's. Oder ich beschwöre mich bei der UEFA, die es mir empfohlen hat, UEFA. Ich freue mich bei beiden, weil beide sind scheiße und korrupt, würde ich sagen. Und im Finale geht es ausgerechnet gegen das Land aus dem Balkan mit Schwabtici, Kroatien.
wie ihr schon gesehen habt, Österreich hat die EM 2024 gewonnen. Und wie der große Sieg oder jede große Triumph hat das natürlich Folgen für das ganze Land. Die schauen wir jetzt an. Und so nebenbei, wundert euch nicht, warum noch keine Wappen von Österreich wirklich original sind. Danke FIFA. Danke EA für die geilen Lizenzen. Weiter. Die Folgen des österreichischen M-Siegs sind überall in Österreich zu spüren und sind auch groß. Und zwar Rangnick hat einen Vertrag auf Lebenszeit bekommen. Was heißt das nun für Österreich? Also Rangnick wird bis zu seinem Tod Trainer des österreichischen Nationalteams werden. Zudem plant der ÖFB Stadionausbau von allen Stadien in Österreich auf mindestens 20.000 Sitz- und Stehplätzen. Also was das bringen soll, ist, was die meisten Vereine in Österreich nicht mal 5.000 Zuschnitt haben. Das ist aber eine Sache für Verbände, und wie es ausschaut, gehen wir schon in den Verband Richtung DFB. Grüße gehen raus an den DFB, du korruptes Verbandskonstrukt da. Aber wir sagen, wir gehen weiter. Zudem sind weitere Folgen in Österreich großer Alkoholismus und Partyalismus. Ganz Österreich feiert eine fette Rave-Party. In ganz Österreich wird alkoholisiert Auto gefahren, was weiß ich was, weil alle meinen, sie müssen Party machen. Ich hier mache natürlich keine Party. Ich zieh! Na, fast. Kleiner Joke am Rande. Drogen sind nicht geil, aber. Hallo. So, Leute, wie ihr schon gesehen habt, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich wollte mich bei euch nochmal bedanken, dass ihr das Video gesehen habt, dass ihr mich so gut unterstützt. Ich will auch eine kleine Sache klarstellen. Ja, die ganzen Jokes sind alles nur Humor und nicht ernst gemeint. Sicher steckt in manchen Humor, wie das mit der UEFA, mit der FIFA, mit DFB, ein bisschen Wahrheit, weil, sind wir uns ehrlich, manche Sachen laufen da nicht gut ab und das ist auch öffentlich so, dass dort viele Sachen nicht gut laufen bei der UEFA, bei der FIFA. Und ich möchte mir doch ein bisschen da zeigen, dass die UEFA auch ein bisschen kritisch zu betrachten ist. Bestes Beispiel ist Marvin Wildhagel. Guckt euch gerne seine Videos an. Der hat aufgezeigt, wie man schnell mal bei der UEFA, bei der EM reinkommt. Also man kann die UEFA so gern kritisieren und es ist auch wichtig, dass man kritisiert, weil durch Kritik ändert sich was. Und das wollte ich nur mal wichtig sagen, dieses Video soll keine Beleidigung und kann niemanden persönlich angreifen. Ich würde mich deswegen wirklich bitten, dass ihr das auch einhaltet. Und ich bitte doch, wann ihr mir was sagen wollt, Kritik und so, bleibt sachlich, schreibt es gerne in die Kommentare, bleibt aber sachlich und deswegen sagen danke, ciao.